Ich freue mich über den Tagesabschluss mit einem leichten, hoffentlich auch spaßigen Thema zu gehen, und zwar Memes. Das Internet geht nicht mehr ohne Memes. Memes in der digitalen Kommunikation, und das wird Dirk von Gehlen, hat uns ein Thema mitgebracht. Du bist Autor, Journalist und auch bei der Süddeutschen Zeitung, leitest Social Media und Innovation und beschäftigst dich immer mit innovativen Themen in der Kommunikation. Herzlich willkommen, Dirk. Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier im Planetarium einen Ausblick geben darf ins Weltall der Memes. Das, was man hier sozusagen unter dem Dach sonst sehen kann. Ich habe es einfach gemacht, weil es für uns alle siebte Stunde, also wir haben alle einen langen Tag hinter uns. Deswegen habe ich meinen eigenen Vortrag in einem Tweet zusammengefasst. Ich möchte mit Ihnen und euch heute darüber reden. Memes sind mehr als Internetkram. Sie sind Ausdruck einer gegenwärtigen Netzkultur und sie zeigen die Muster digitaler Kommunikation. Das Wort Netzkultur habe ich mir selber wieder durchgestrichen, weil was soll das eigentlich sein, Netzkultur? Ist das was anderes als die nicht im Netz vorhandene Kultur? Ich glaube, diese Medientage hier zeigen, dass dieser Unterschied zwischen einer irgendwie gearteten Netz- und einer irgendwie gearteten Nicht-Netzkultur eigentlich hinfällig ist. Memes, das ist die These, sind Grundmuster von Arten von Kommunikation, wie wir sie heute gegenwärtig erleben, in unterschiedlichen medialen Kontexten. Und wer sich heute für Medien interessiert, interessiert sich meiner Meinung nach damit automatisch auch für Memes. Keine Sorge, ich definiere das gleich, bringe Ihnen aber als erstes mal ein Beispiel. Das ist in den letzten Wochen sehr populär gewesen, das sogenannte Red Flag Meme. Dabei handelt es sich um eine sehr intensive Nutzung der roten Fahne in Ihren Emojis. Wenn Sie auf Ihrem Smartphone schauen, wann Sie das letzte Mal die rote Fahne benutzt haben, dann können Sie daran ablesen, wie intensiv Sie sich mit diesem Meme beschäftigt haben. Dieses Meme formuliert einen herausgegriffenen Satz, oder in dem Fall zwei, die, wenn man sie hört, zur Vorsicht mahnen. Also wenn Sie den Satz hören, ich interessiere mich nicht fürs Internet, Netzkultur ist doch nur Quatsch, dann würde ich dem ganz viele rote Fahnen hinten anstellen. Angeblich ist auf Twitter die Nutzung der roten Fahnen um 450% gestiegen in den letzten Wochen, weil die Menschen genau mit diesem Muster Späße machen. Weil die Menschen genau mit diesem Reflex versuchen, andere Leute in einen neuen, lustigen Kontext zu stellen. Das ist die Idee des Red Flag Memes. Und damit komme ich zu dem, was ein Meme ist. Texte, Slogans, Bilder, Clips, die vom vormals passiven Publikum adaptiert verbreitet werden, nennt man Meme. Die aus Israel stammende Autorin Limor Schiffmann hat mal definiert, kreative Ausdrucksformen mit vielen Beteiligten, durch die kulturelle und politische Identitäten kommuniziert und verhandelt werden, nennt man Meme. Das ist sozusagen die Grundidee, das kann ein Bild sein, das kann ein animiertes GIF sein, das sich aus seinem Ursprungskontext löst und in dem neuen Kontext zu einer politischen Kommentierung wird und dabei mithilft, Identitäten zu prägen. Beide Aspekte sind meiner Meinung nach bedeutsam, weil Menschen sich eben darüber in Gruppen zuschreiben und verstehen, wo sie sich intellektuell, humortechnisch zu Hause fühlen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das Sie vielleicht kennen. Das ist aus dem Film Pulp Fiction. Im Netz gelöst von dem Ursprungskontext. John Travolta im Ursprungskontext als verwirrte Person, die etwas sucht. Im Netzkontext unter Internet-Memes heißt es einfach Confused Travolta. Dieses Ding ist an sich zu einer politischen Kommentierung geworden. Man kann dieses animierte GIF in unterschiedliche Kontexte stellen und damit eine politische, eine humorvolle Kommentierung schaffen. Und das ist eine Form, wie Sie Internet-Memes in unterschiedlichen Formen in Anwendung finden. Ein anderes Beispiel, das ist aus dem Film, oder es ist ein Cast-Foto von dem Film The French Dispatch, der jetzt gerade ins Kino gekommen ist. Das war im Frühjahr auf einem Filmfest, sind der Regisseur und drei Schauspieler fotografiert worden. Und die sind dann direkt zugeordnet worden, wofür die stehen. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Das selber ist schon wieder eine Referenz. Zweiter Punkt, der Memes ausmacht, sie sind immer sehr mit Referenzen durchzogen und sie sind sozusagen immer dechiffrierbar. Da steckt noch eine zweite, eine dritte Botschaft dahinter. Und diese Form von Kommentierung, drittes Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe, das ist Sarah Cooper, die wahrscheinlich politischste TikTokerin des vergangenen Jahres, die auf TikTok, in anderen Plattformen dann auch, aber begonnen von TikTok, O-Töne von Donald Trump
die Älteren werden sich erinnern, der war mal US-Präsident, O-Töne von Donald Trump genommen hat und die in einem neuen Kontext dargestellt hat. Diese Form von Lip-Sync-Kommentar ist ein weiteres Beispiel für diese Form von Identitätsverhandeln, die man im Digitalen erleben kann und die man als Memes bezeichnet. Jetzt ist die Frage, was unterscheidet eigentlich ein Meme oder zu Deutsch ein Internet-Meme von einem viralen Hit? Ich orientiere mich da an Limor Schiffmanns Definition und würde sagen, ein viraler Hit zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht viral verbreitet ist, dass er hohe Reichweiten erzielt und dass er faktisch kaum planbar ist. Diese drei Eigenschaften, die sind auch für Meme definitorisch. Es kommt aber bei der Verwendung des Begriffs Memes noch etwas Zweites hinzu, nämlich, dass sie weiter gestaltet, dass sie weiter verwendet werden. Also nicht einfach nur verbreitet, sondern adaptiert werden. Reproduktion, Rekombination und Referenz in der Anwendung sind sozusagen eine Fortentwicklung dessen, was ein Meme auszeichnet. Beides, die virale Verbreitung wie die Memifizierung von Inhalten, sind dem Digitalen besonders nah, weil der Inhalt sich im Digitalen von seinem Datenträger gelöst hat und damit leicht teilbar und leicht veränderbar ist. Und durch Reproduktion, Rekombination und Referenz entsteht dadurch aber etwas Erstaunliches und Neues. Diese Form von Netzkultur ist meiner Meinung nach deswegen wichtig, weil sie als allererstes wahnsinnig viel Spaß machen kann. Also das muss man bei allen politischen Rahmenbedingungen, bei aller Ernsthaftigkeit mal sagen, es lohnt sich alleine sich damit zu beschäftigen, weil es Spaß machen kann. Es muss nicht zwingend Spaß machen, es gibt auch Ausprägungen davon, die vielleicht nicht so freudvoll sind, aber grundsätzlich macht es sehr viel Spaß und man kann eine Menge darüber lernen, wie politische Kommunikation der Gegenwart funktioniert. Warum ist die Bedeutung von Memen wichtig? Sie prägen meiner Meinung nach einen eigenen digitalen Dialekt. Den Begriff, den man dazu kennen sollte, ist das Shibboleth. Das ist ein Code, ein Zugangswort, das man vielleicht übertragen kann mit dem am Beispiel des Restes, wenn Sie einen Apfel essen. Da gibt es je nach regionaler Herkunft unterschiedliche Begriffe, wie Sie diesen übrig gebliebenen Apfel bezeichnen. Und je nachdem, welche Form von Apfelkitsche oder Zuschreibung Sie verwenden, umso mehr fühlen Sie sich einer bestimmten Gruppe zugehörig. Und bei Internet-Memes und bei der Art, wie im Netz Dialekte verwendet werden, ist das sehr ähnlich. Wenn ich die roten Flaggen, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, nicht erkenne, dann verstehe ich nicht, welche Sprache da gesprochen wird. Dann kann ich mich dieser Gruppe, kann ich meine Identität dieser Gruppe nicht zugänglich machen. Die Memes, die Form der digitalen Kommunikation, prägen damit zum Zweiten kulturelle und politische Identitäten. Wir sind damit, das ist jetzt sozusagen die Spoilerfolie, die überspringe ich schnell, kulturelle und politische Identitäten heißt, wir können uns damit Gruppen zuschreiben und wir sind auf einmal Teil von etwas Größerem. Das ist für eine weltweite Vernetzung, die die aktuellen Generationen das erste Mal so erleben, bedeutsam, weil man damit das eigene persönliche Verlorensein in diesem weltweiten Netz organisieren kann. Man kann damit, Felix Stalder hat das mal eine neue Form der Volkskultur genannt, verglichen mit der Volksmusik, eine sehr gegenwärtige Form von digitaler Kultur erkennen. Man kann daran erkennen, wie Menschen miteinander verhandeln, und das ist die Definition von Kultur, wie sie leben wollen. Und Memes einfach nur als Internetquatsch zu benennen, würde zu kurz greifen, weil man daran nicht ablesen kann oder man würde dann übersehen, wie wir aktuell verhandeln, wie wir miteinander leben wollen. Vielleicht nicht zwingend in der Generation der über 70-Jährigen, aber sehr deutlich in der Generation der unter 20-Jährigen, wo diese Form von digitalem Dialekt zu seiner selbstverständlichen politischen Kommunikation gehören. Ich habe es gerade schon mal gesagt, sie machen aber vor allen Dingen ganz oft auch wahnsinnig viel Spaß, weil sie so ein bisschen sind wie Humor. Ich habe das mal verglichen mit dem Ostfriesenwitz, den Ältere unter Ihnen vielleicht kennen. Es ist sozusagen eine Form von Zuschreibung. Und das Tolle ist, wenn man ein Meme und die Referenz erkennt, fühlt es sich ein bisschen an wie dieser schöne Moment, wenn man einen Witz versteht. Man gehört zu einer Gruppe dazu. Ich habe versprochen, dass ich Muster erklären möchte. Deswegen zum Abschluss 4 grundlegende Entwicklungen, 4 grundlegende Muster, die man anhand von Internet-Memen erkennen und vielleicht auch für sich selber nutzen kann. Sie fangen der Einfachheit halber alle mit P an, da kann man sie sich leichter merken. Der erste ist, wir erkennen in der digitalen Kommunikation das Muster der Polarisierung. Die Welt wird in Graustufen sichtbar für uns, wir möchten sie aber gerne in Schwarz-Weiß erkennen.
Wir möchten sehr gerne, dass es hier jemanden gibt, der sagt, das ist Lösung A und dann ist daneben jemand, der sagt, das ist Lösung B und dann lassen wir die beiden streiten. Insgeheim wissen wir, dass die Lösung weder A noch B ist, sondern entweder A und B oder einen Kompromiss aus beiden. Es fühlt sich aber sehr viel einfacher an, wenn wir diese Form von Polarisierung in ein Pro und Contra gießen können. Und das ist in Memen auch schon angelegt. Daraus wird eine Vereinfachung, eine Form der Popularisierung, die Inhalte, die Diskussionen, die Debatten sehr stark runterbricht und vereinfacht. Sehr stark teilbar und diskutierbar macht, was nicht unbedingt dazu beiträgt, komplexe Situationen leichter zu verstehen. Das dritte P, auf einmal spielt es eine große Rolle, wie ich persönlich mich verhalte. Die Personalisierung von Konflikten spielt eine wahnsinnig große Rolle. Wie ich selber mich persönlich verhalte, es hat auf einmal eine riesige politische Dimension. Es wäre in den 70er Jahren in der Form niemals denkbar gewesen, dass man so stark Konflikte personalisieren kann. Und der abschließende Punkt ist der Punkt Prozess. Der führt dazu, dass die mal singulär gedachte Form von Veröffentlichung zu einem kontinuierlichen, unablässigen Prozess wird. Also nicht nur das Veröffentlichen von einem singulären Inhalt, sondern die danach anschließende Kommunikation darüber, dass dann andere Medien das referenzieren und darauf eingehen, dass jemand es retweetet oder weiterverbreitet, dass jemand dem widerspricht, ist eingebackene DNA von mimifizierter Kommunikation. Also wer glaubt, jetzt werde ich mal jemanden aber zeigen, wo der Hammer hängt und jetzt widerspreche ich mal, der bestätigt oder die bestätigt mit diesem Verhalten eigentlich nur den Prozess. Es geht nämlich darum, dass der Widerspruch schon Bestandteil von mimifizierter Kommunikation ist. Wenn Sie sich dafür interessieren, ich habe schon total unauffällig mein Buchcover daneben getan, Sie haben es erkannt. Ich habe ein Buch zu dem Thema geschrieben und ich versuche einmal im Monat aufzuschreiben, was mich total begeistert in meinem Blog, ich nenne das Netzkultur-Charts. Da sehen Sie in dieser Folge den ORF-Moderator Armin Wolf, der etwas tut, was ich heute auch schon unten am Stand vom Media Lab gesehen habe. Er führt nämlich den Shopping-Dance vor. Und um es ein bisschen zu spoilern, ich erkläre nicht, was hinter diesem Meme steckt. Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, Dirk. Danke, dass du das Thema für uns ein bisschen eingeordnet hast. Ich weiß endlich, dass Meme und Meme sagen korrekt ist. Das ist ja, scheinen sich ja auch immer die Geister. Und ich habe gelernt, was Chabolet ist. Noch eine vielleicht Nachfrage an der Stelle. Ist bei dem Thema auch noch mal so ein bisschen Generationsklatsch dazwischen? Dass wir wissen, viele junge Leute kommunizieren so. Und ich finde das Trump-Beispiel eigentlich ganz schön, wo ja wirklich ein Auseinandersetzen mit Politik. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass ältere Generationen im journalistischen Umfeld das so ein bisschen als Kinderkram abwickeln. Okay, Boomer wäre die Antwort. Das ja. ist sozusagen die Rückseite. Also die sozusagen jüngere Generation hat geprägt, ausgehend von einer neuseeländischen Politikerin, diese Replik, wenn sozusagen eine ältere Person sagt, das ist doch alles irgendwie uninteressant, einfach darauf nur okay, Boomer zu antworten, als Referenz auf die Boomer-Generation. Ja, da ist ein deutlicher Generationenkonflikt. Ich glaube aber, dass der nicht unlösbar ist. Sobald man den reflektiert, kann man auch anfangen, miteinander in einen Austausch zu treten. Okay. Ja, dann finde ich immer so bei den Memes, Pulp Fiction gibt es irgendwie ganz viele, dass es auch häufig so Dinge sind, wo ich so denke, meine Eltern würden die halt auch nicht verstehen. Vielleicht benötigt es dann auch noch Memes aus klassischeren Inhalten. Ja, vielleicht gibt es, ich habe das gerade schon gesagt, vielleicht der Ostfriesenwitz oder die Adaption von so weitererzählenden Witzen. Es gab ja mal eine Zeit, wo so Blondinenwitze wahnsinnig angesagt waren. Das Muster dahinter ist sozusagen für die Vor-Internet-Generation genau das Gleiche, wie wir es jetzt in den digitalen Zusammenhängen sehen. Man nimmt etwas, adaptiert das und führt das weiter, rekombiniert es dann. Insofern geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, dass man dann die Referenzen eher jetzt sozusagen noch weiter zurückführt, sondern dass man vielleicht versucht zu verstehen, was der Zauber an Internet-Memen ist. Und dann ist er, glaube ich, zugänglich für alle Generationen. Also die Okay-Boomer-Variante von Memes ist ja die WhatsApp-Gruppe, in der dann halb lustige oder vielleicht auch lustige Inhalte geteilt werden. Ja. Vielen Dank. Deine Seite mit den digitalen Notizen kenne ich, kann ich nur empfehlen. Und das Buch würde ich mir dann auch mal nehmen. Vielen Dank. Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für alle, die hier vor Ort zugeschaut haben, die zu Hause auf dem Sofa im Büro dabei waren. Der Tag ist jetzt zu Ende. Es waren, glaube ich, die spannendsten und unterschiedlichsten Themen, auch häufig sehr gegensätzlich. Das macht es ja auch aus.
Und morgen geht es natürlich hier weiter auf sämtlichen Bühnen. Es ist der Nachhaltigkeitsgipfel, es geht um Diversity, der Europatag. Ich glaube, es lohnt sich definitiv einzuschalten. Vielen Dank.